Guten Morgen, wir sind jetzt hier am dritten Tag nach der OP. Die Schwellung ist schon ganz schön zurückgegangen und wie ihr sehen könnt, habe ich gerade noch so einen Reinigungsschaum drauf. Das heißt, ich habe heute Morgen direkt nach dem Aufstehen begonnen mit der ersten Wäsche und Reinigung des Spenderbereichs und hier des Empfängerbereichs. Anfangs massiert man einfach eine Lotion schön ein, lässt die 20 Minuten einwirken. Ich verlinke einfach mal das Video drunter, so wie meine Anleitung ist von Elitair. Das Ganze ist völlig egal, ob das jetzt eine Barttransplantation ist oder Kopfhaar. Es ist beides eigentlich das Gleiche. So, jetzt sind auch gleich die 5 Minuten rum, wo ich den Schaum habe einwirken lassen. Ich sprühe den jetzt mit lauwarmem Wasser aus, ganz vorsichtig. Man hat hier anfangs echt Schiss, dass man ja irgendwie da Haarwurzeln rauskriegt und man soll mal auch entsprechend vorsichtig sein. Aber das sieht doch ganz gut aus soweit. So, jetzt kommt mal der Schaum runter, dass es ja auch mal ein bisschen gereinigt ist. Und dann starte ich in den Tag und diesen Vorgang wiederhole ich jetzt 8-mal, bis dann sich die ersten Krusten bilden, dass man die dann auch entfernen kann. Ich sprühe mir das jetzt mal wieder ab und wir sehen uns ja spätestens morgen wieder.